gewünscht. Gewünscht, Leute. Das Beste, was euch jemals passiert ist im Leben, passiert heute. Das habe ich noch nie gesehen in meinem ganzen Leben. Affen 2. Das habe ich noch nie gesehen. Ich schwöre bei Gott. Das kann ich mir nicht vorstellen. Alle sagen mir immer, das ist der beste Affenteil of the world. Ich gehe da nicht ganz mit, aber... Ich spiele doch die Affen nicht. Das einzige Affenteil, den ich ja wirklich aktiv mal gespielt habe, war Donkey Kong Country Returns. Ja, Donkey Kong Country 1 musstest du ja mal fürs Random Race spielen, ne? Ja. Dann hast du da ja sehr intensiv, hast du das ja geübt und gespielt, nehme ich an. Natürlich. Ich wurde Dritter. Ja, aber auch nur, weil die... Nee, Dritter wurdest du nicht, Nerdy wurde Dritter. Das ist eine Lüge erstmal. Viele. Aber ich war gut dabei. Ich war nämlich nur 2-3 Level dahinten, weil ich hab's auch nur... aber auch nur wirklich nur die Shortcuts, hier ein Barrel gefunden und so, ne? Das habe ich ja gemacht. Ich hab das Spiel jetzt nicht genossen. Ich hab nicht das Spiel gespielt, sondern... Das hat man gemerkt. Ricky wollte auch nicht mitspielen, Leute. Ich hab ihn das angeboten, ne? Freundlich wie ich bin. Dass der beste Spiel der Welt auch ein bisschen mit Game darf, aber der hat einfach nur gesagt. Nee, möchte ich nicht, ungerne. 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 Ich kann mir Spaßiges vorstellen. Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich mir vielleicht eine Nadel irgendwie ins Auge stecke oder so. Ja. Ich denke mal, es ist ein bisschen spaßiger wie Donkey Kong Country 2. Boah, also ich sag mal, wenn man es zum ersten Mal spielt, ja. Kann ich safe sagen, ja. Da wär eine Nadel im Auge definitiv angenehmer. Ich war so sauer, ne? Das weiß ich doch. Ich habe damals mein Wii U Gamepad einfach hinter mich geschmissen, in der Hoffnung, dass es kaputt geht. Allerdings ist es auch auf einem Kissen gelandet. Aber das war Zufall. Eigentlich sollte es auch auf dem Fliesen landen. Damit es kaputt geht, damit ich nicht weiterspielen muss. Ich musste das 3 Streams spielen. Oder 4, weil ich so kacke war. Ich habe jedes Mal 50 Leben hochgefarmt, bin dann wieder Game Over gegangen, wieder 50 Leben hochfarmen und so. Das war wirklich die Schlimmste. Fürchterlich, Ricky. Und genau deswegen möchte ich nicht mitspielen. Aus diesen Gründen. Ja, aber ich hätte ja mitgespielt. Das wäre ja irgendwann vorbeigegangen für dich, ne? Ja, weiß ich jetzt nicht. Wäre halt nur witzig gewesen, wie du andauernd stirbst, das Spiel verfluchst, ne? Ja, das habe ich doch schon mal. Warum muss ich immer mich durchhassen? Du hast du nur Spiele, die Spaß machen für dich? Das Spiel macht mir keinen Spaß. Also ich finde das auch nicht sonderlich gut. Ich dachte mir nur, irgendwas muss ich ja jetzt spielen, ne? Das stimmt, irgendwas müssen wir jetzt spielen. Also wenn es sich beruhigt, ich werde auch nicht allzu viel Spaß haben. Das macht mich glücklicher. Wenn du keinen Spaß hast, bin ich aussätzlich glücklich. Aber apropos keinen Spaß. Wie läuft denn dein Marathon aktuell? Ja, der macht keinen Spaß. Das kann ich dir auch sagen. Macht gar keinen Spaß. Es ist eine riesige Quälerei, ne? Ist immer anstrengend. Am ersten Tag musste ich irgendwie so einen Kirby-Boss machen, no hit. Mhm. Und das war so eine unfaire Kackscheiße. Hat 3 Stunden gedauert. 3 Stunden für einen Boss von Kirby? Ja. Ja. Für Kirby Streamland 1. Im Extra-Modus der Zeppelin. Digga, der geht so ab, machst dir kein Bild. Das ist so ein Glück, ob du halt nicht getroffen wirst oder nicht. Naja, das war anstrengend gestern. Da habe ich 8 Stunden Diddy Kong Racing zocken müssen. Ich bin immer noch nicht fertig damit. Und normalerweise war es immer so, wenn ich einmal Diddy Kong Racing durchgespielt habe pro Stream, ne? Das war ein 3-Stunden-Run. Dann konnte ich nichts mehr weitermachen, Digga. Ich war dann fix und fertig mit der Welt, weil das so langweilig nach der Zeit wird. Ja, waren gestern anstrengende 8 Stunden, ne? Auf jeden Fall. Geil. Und was die Leute auch, die sind gemein zu mir, Ricky. Das kannst du vielleicht bestätigen, dass das ein bisschen gemein ist. Die Zeit ist die ganze Zeit so knapp. Ne, dass ich die ganze Zeit denke, ja gut, ist eh gleich vorbei und gar keine Planung machen kann dafür. Also die halten mich immer so bei 2-3 Stunden in einer Tour. Oh, das ist nervig. Du denkst, okay, es brauchst du nur eine Stunde durchziehen, ist ja eh vorbei, dann brauchst du es ja nicht ausmachen und ja, so. Ja. Und dann, dann machen sie nochmal wieder eine Stunde um, Leute, ich sag, du Huren, so. Das ist so richtig maximal belastend. Aber, oh mein Gott, ne, es ist halt so. Aber wir sind in den dritten Tag gekommen, muss ich heute nochmal ran. 3 Stunden sind auf der Uhr, mal gucken, ob der Tag heute ganz kommt. Weiß ich ja nicht. Bestimmt. Ja, aber dann sollen die mal so machen, dass gleich 3 oder 4 Tage auch dann fertig sind. Ja. Weißt du, dass ich weiß, ich bin hier jetzt gefangen. Habt ihr gehört, Leute? Es ist ja auch, wir nehmen ja brandheiß auf heute. Es ist ja frisch von Ofen. Wir haben ein bisschen. Ich war sehr viel live, Wollo war sehr viel live. Wir haben gar keine Zeit. Ich meine, selbst MK24 haben wir ganz, ganz spontan noch dazwischen geschoben. Ja.
Ricky, pass mal auf, ich habe gerade sogar so wenig Zeit die letzten Tage, ich habe die Kommentare nicht gelesen. Was habe ich kommentartechnisch denn so verpasst? Was war denn los? Nichts Spannendes. Keine Ausraster, keine überschwängliches Lob, kein nichts? Ich glaube nicht. Ich gucke einmal rein. Du hast auf jeden Fall eins Art TDT-Part bei mir verpasst. Ja, das ist nicht so schlimm. Damit komme ich klar, tatsächlich. Ja. Kräuterbaguette immer pur ohne alles. Tatsächlich esse ich nur beim Grillen. Kammbett kaufen, mit Honig bestreichen, ab in den Ofen zusammen mit dem Kräuterbaguette. Sau lecker. Ja, wer Bock hat, noch Salat dazu. Eisberg klein schnippeln, Apfel in Scheiben schneiden, getrocknete Cannabis, Cranberries holen. Achso, mit Balsamico, Essig, Pfeffer. Also jetzt kommt Sache. Getrocknetes Cannabis. Nee. Klang gerade so, wenn du was sagen willst. Hätte ich auch gut gefunden. Ja. Kräuterbaguette geht auf jeden Fall mit Dip. Mein Tipp aber noch mit Käse backen. Boah. Kräuterbaguette mit Käse backen. Geil. Gar kein Bock. Das klingt schon wieder scheiße, muss ich sagen. Voll geil. Ah, immer diese ganze. Das klingt nach Durchfall. Nee, lass mal stecken, ey. Klingt nach schmerzhaftem Durchfall vor allen Dingen. Wenn es halt nur Durchfall wäre, dann geht das ja noch. Wenn der dann auch noch brennt wie Sau, dann, das ist der Moment, wo es dann belastend wird tatsächlich. Hier habe ich einen Kommentar bei Sonic Hedgehog 2. Ne? Ja. Oh Junge, also kam vor 13 Stunden. Leute, ich guck all die Videos von uns. Respekt. Ja, ab und zu mal. Ja. Oh Junge, Ricky hat, glaube ich, einen schlechten Tag. Sehr toxische Atmosphäre zwischen den beiden in der Aufnahmesession. Bei Volo kann ich es aber verstehen. Der ist halt teilweise echt anstrengend. Was habe ich gemacht? Weiß ich nicht mehr. Aber ja, du bist schon manchmal anstrengend. Ich glaube, er meint dich, dass ich toxisch bin wegen dir. Weil du anstrengend bist. Ich glaube, so habe ich es verstanden. Boah. Ja, scheiße, bis der bei diesem Video ist, bis wir das jemals erfahren, das wird dauern. Oder du schreibst ihm jetzt. Ich schreibe ihm. Schreibt immer, wen er meint. Wir wollen das wissen. Wir sind gerade mitten in der Aufnahme, wir müssen das wissen. Wir sind mitten in der Aufnahme. Wer von uns ist der Anstrengende? So, danke. Was denkt ihr denn, liebe Kommentarschreiber? Ja, ich natürlich. Immerhin. Was fragst du denn? Die Leute denken natürlich, dass ich das bin. Also ich bitte dich. Ich auch. Ja. Man wird sehen, ne? Am Ende des Tages, man weiß es nicht. Ricky gehört scheinbar zu den 5% weltweit, die am Phantasia haben. Was? Das habe ich, glaube ich, sogar gelesen, irgendwie was. Das ging wegen den Träumen, weil ich mir Träume und sowas nicht vorstellen kann. Sowas, oder weil ich mir generell nicht vorstellen kann, was... Ah. Weißt du? Achso, und 5% können das nicht? Krass, Alter, ich bin berühmt. Kann ich mal Supertalent gehen? Ich kann mir nichts vorstellen. Ja. Das ist mein Talent. Mein Talent ist, ich kann mir nichts vorstellen im Kopf. Und die da erstmal, boah, goldener Buzzer. Der ist doch scheiße eigentlich. Ja, ist es auch. Ich wollte gar sagen, das ist doch voll der. Also, Nachteil würde ich jetzt nicht sagen. Weil, wann braucht man das mal, ne, wirklich? Aber. Ja, keine Ahnung. So, ja. Aber das bedeutet, ich bin gar nichts Besonderes, das sagte ich ja erst. Ne, dass ich mir das besonders gut vorstellen kann, vielleicht. Aber wenn das 95% der Menschen so können, ja, dann. Ja. Man wundert mich tatsächlich, dass ich das nicht habe. Was ist denn los? Normalerweise habe ich doch immer alles. Schweinerei. Das ist verrückt, oder? Das ist, ich glaube auch, das ist ein Job. Ricky holt auf. Asthma da schon, jetzt hat er diese Phantasmophobia, was weiß ich, wie ist das? An Phasmophobia, irgendwas. Auf jeden Fall, apropos irgendwas anderes, ich werde heute endlich meine Spritze abholen, Halleluja. Nein, die Lore der Abnehmspritze geht los. Ja, aber ich werde die erst nächste Woche benutzen, weil ich kriege ja diese Woche noch Besuch. Wir hatten ja Besuch geplant, bevor ich... Und da wolltest du noch nicht drin sein dann, direkt? Nee, ich wollte nicht... Ja, will er nochmal richtig fressen, ne? Das ist ja, natürlich. Genau. Dann kann ich ja gar nicht mehr richtig fressen, wenn ich die Spritze schon genommen habe. Dann einmal richtig reingehen und danach kann man ja immer noch gemütlich abnehmen. Ja, aber wer weiß, nachher habe ich da wirklich Nebenwirkungen sowas von. Dann will ich auch die ganze, weißt du? Dann will ich auch nicht, dass jetzt der Besuch da ist und dann sitze ich da und kotze die ganze Zeit oder so. Da habe ich keinen Bock drauf. Ach, muss ich. Scheiße. Ja, gut, Nebenwirkungen muss es ja geben. Das ist ja nun mal deswegen, so. Deswegen, also da will ich erstmal, das nehme ich dann, wenn der Besuch weg ist, damit ich dann in Ruhe mich auf die Nebenwirkungen vorbereiten kann. Ja, wahrscheinlich hast du nichts Nebenwirkungen. Mal gucken. Also wobei, das ist ja so ein Diabetes-Produkt theoretisch, ne? Genau. Also die Diabetes-Tabletten, die ich nehme, die machen erstmal Magenprobleme halt, ne? Also viel Spaß auf dem Pott. Also es ist, die Nebenwirkungen sind zwar Verstopfung, Durchfall, was irgendwie eine komische Kombi ist,
Übelkeit, Schwindel, etc. Das ist quasi so ein bisschen die Nebenwirkung, die mögliche Nebenwirkung dieser Wegovy, heißt die Spritze übrigens, falls Leute googeln wollen. Ein Kollege von mir, der auch zu Besuch kommt, also übrigens, der Besuch war geplant, bevor ich wusste, dass ich arm bin, Leute, ne? Also, ne? Das ist schon länger geplant. Hä, du weißt schon ewig, dass du arm bist. Seit wann ist das denn geplant? Ja. Okay, aber dass ich so arm bin. Okay. Ja, damit rechnet man immer nicht. Ja. Das kenne ich. Man weiß, man ist arm, aber man kann wenigstens nur einkaufen gehen und so. Ja, genau. Aber dann kommt es plötzlich ganz nochmal richtig dicke. Ja. Ja, genau. Und das ist das Problem. Nee, auf jeden Fall, die kommen. Und der will ich ja auch. Und der eine von denen benutzt auch diese Spritze aktuell sogar schon. Das ist ganz interessant. Das werde ich mir mal. Und der hat schon 10 Kilo verloren. In ein paar Monaten. Also, das finde ich schon echt interessant. Und da will ich mich auch ein bisschen drüber quatschen mit ihm. Und er sagt so auch, das ist nicht einfach. Also, er hat auch Schwindel- und Übelkeit-Probleme, wenn er sie nimmt. Immer so den Tag danach und den Tag selber. Aber es hilft ihm halt extrem. Ne? Er muss aber natürlich geht es da trotzdem auch komplett darum, dass natürlich kein Freifahrtschein so mit, okay, ich nehme jetzt die Spritze und nehme automatisch ab, sondern natürlich eher eine Erleichterung seiner Ernährung. Ja, genau. Das ist halt, dass du weniger Appetit hast. Genau. Und ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich damit einfach leid. Vor allem jetzt ist ja auch dann die Imbisszeit, das heißt, ich bewege mich ja auch ein bisschen mit Imbiss und so, ne? Das heißt, ich habe da auch meine Bewegung. Das ist halt ganz gut. Ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, jetzt anzufangen damit. Weil einfach die Bewegung jetzt automatisch da ist durch den Imbiss und alles. Und naja, gut, wenn ich vielleicht auch nicht schlecht, dass du die ganze Zeit nicht Schmacht hast, wenn du da die ganze Zeit mit deinen Pommes und so hantierst. Ja, genau. Ist auch ganz gut, okay. Ja. Wie oft musst du die dann nehmen? Einmal die Woche. Okay. Einmal die Woche. Und dann halt so lange, bis ich bis ich dünn bin. Das dauert ja ein bisschen. Das dauert ein bisschen, ja. Und das kostet monatlich wie viel? 180. Im Monat. Mhm. Die ersten paar Spritzen, also die ersten drei Stufen. 0,5 oder 0,25, 0,5 und 1 Milligramm. 180 und 80 ist, glaube ich, dann 240 im Monat. Also erstmal so, dass ich quasi mit, ich fang mit 0,25 an, wenn ich das abkann, gehen wir auf 0,5 hoch und gehen dann halt immer höher, so mehr ich abkann von der Spritze. Mhm, okay. Ja, ist ein teurer Spaß, aber ich weiß nicht, ich fühl mich da irgendwie wohler, als wenn ich da jetzt direkt unter das Messer gehe und so. Das macht Taya jetzt. Also das kann ich komplett verstehen, aber noch wohler würdest du ja vielleicht einfach, naja, du hast ja so ein Fahrrad da geholt, da ab und zu mal drauf gehst, vielleicht ein bisschen weniger isst von dir aus, dann kannst du das alles sparen. Eigentlich. Natürlich, aber das habe ich auch schon probiert genug und ich krieg's nicht hin. Es ist ja nicht so, dass ich sage, und das weißt du ja selber, ich habe ja auch schon eigentlich ganz gut abgenommen gehabt und habe auch ja meine Sachen ein bisschen durchgezogen. Aber das Problem ist, ich kriege immer diesen typischen Jojo-Effekt. Dieses, ich nehme ein paar Kilo ab oder ich nehme auch mal, ich hatte das eine Mal, ich hatte 20 Kilo verloren, als ich frisch mit dem Schild zusammenkam und so. Ja, aber das wirst du ja, das wird die Spritze ja nicht ändern. Nee, aber ich hoffe einfach, dass die Spritze mir hilft, das Appetitverhalten zu ändern und generell nochmal. Ja, aber sobald du die nicht mehr nimmst, kommt dein Appetit ja wieder. Also, aber ich glaube nicht mehr so schlimm. Hoffe ich zumindest. Ja, ich bin von sowas nicht so ganz überzeugt immer. War anfangs auch nicht, aber ich kenne das ja auch, dass man mal mehr was abnimmt und so. Auf die Schnelle. Und dann klappt das halt nicht, weil das alles wieder draufkommt und noch mehr. Ja, das und deswegen das bin ich mittlerweile halt eher da, dass ich sage, ne, du musst halt wirklich von dir aus deine Ernährung halt ändern. Das verstehe ich. Nicht mehr so extrem machen, wie du es vorher gemacht hast, sonst hat es keinen Sinn am Ende, weil sobald du dann wieder aufhörst, geht es genau wieder los, der Scheiß. Deswegen, ja. Lieber langsam abnehmen. Ich nehme momentan super langsam ab, aber ich nehme ab, ich nehme nicht mehr zu. Die ganze Zeit und so. Das ist gut. Und das also läuft schon über Monate jetzt, dass ich nicht zunehme. Also so lange habe ich noch nie nicht zugenommen, würde ich fast behaupten. Deswegen, ich versuche es jetzt lieber so ein bisschen nachhaltiger, ne? Mich lieber ein bisschen ändern, anstatt da irgendwie auf Hardcore-Modus zu gehen. Das klappt für mich nämlich nicht. Also, es gibt bestimmt Leute, für die das klappt. Aber ich habe das halt auch schon dreimal oder so gemacht. Dreimal, drei, viermal 30 Kilo abgenommen und dann wieder 40 draufgepackt. Deswegen, das klappt für mich nicht. Kann ich nur sagen, bestimmt, hundertprozentig. Aber ich will es jetzt so ausprobieren. Ja, klar. Klar. Ich finde es ja auch interessant, dass du das machst. Ne? Ist auch Content. Ist ja auch guter Content. Mach mal ruhig. Spritz dir mal ruhig mal in die Venen, Regie. Für meinen Content ist das schon.
Ansonsten auf der Straße soll es auch Heroin geben. Ich habe gehört, damit kann man auch gut abnehmen. Ja, ich probiere. Ist vielleicht sogar günstiger, weiß ich nicht. Aber ich ist ja nicht so, dass ich nicht schon mein Essverhalten anpasse. Also es ist ja auch schon so, dass ich das anpasse an sich. Und ich mache auch meinen Sport, ich gehe auch spazieren, ich versuche mit meinem Hund rauszugehen und so, ne? Mhm. Also ich hab von meinen Eltern immer einmal eine Runde am Tag, dann mein Fahrrad, etc. Also es ist schon viel, was ich mache, aber es ist halt, irgendwie funktioniert es nicht. Ich weiß nicht mehr, warum es ist. Ja, dann frisst du immer noch zu viel. Ganz einfach. Das ist die ganz einfache Antwort, Ricky. Du frisst dann immer noch zu viel. Ich frühstücke zwei Scheiben Brot und mache einen Teller Mittag. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, woran es liegt. Schilddrüsen wurden mal überprüft, oder? Nee. Auch jetzt der Arzt, der dir die Spritze da geben will, hat das nicht mal überprüft, so zwischendurch? Nein. Vielleicht hast du ja eine Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion irgendwie. Ja, sein. Habe ich halt nie testen lassen. Wenn du jetzt wirklich der Meinung bist, du isst super wenig und machst viel. Also zum Frühstück esse ich zwei Scheiben Toast. Ja. Und zum Mittag mache ich die Mittagkampf. Das ist wie Nudeln. Oder jetzt habe ich letzten ganzen Tag Fleisch gegessen, ganz viel. Und das esse ich dann auch noch einmal. Und das war's denn. Dann esse ich einen Teller davon. Jetzt habe ich heute nochmal einen Teller. Und das war's. Also. Ich kann jetzt nur aus meiner Perspektive sprechen. Da würde ich abnehmen. Safe. Ja, und ich... Safe würde ich abnehmen. Und ich habe halt... Und ich bleib halt irgendwie gleich oder nehme eher so ein paar Gramm eher wieder zu aktuell. Und ich esse nichts Süßes. Ich esse keine Chips, ich esse kein Gummibärchen. Schokolade esse ich ja sowieso nicht und so. Ich habe auch nichts im Kühlschrank. Trinken? Cola Zero oder Wasser? Dann nimmst du zu? Ja, aktuell voll. Ricky, ich glaube, du hast wirklich eine Schilddrüsenüberfunktion oder so. Oder Unterfunktion. Habe ich halt nie testen lassen. Also so ja, solltest du auch. Vielleicht mal, ja. Ich wollte halt nicht sagen, oh, guck mal, ich bin fett, ich habe bestimmt eine Schilddrüsen, weißt du? Das ist immer so, weiß nicht, die Ultra-Ausrede von allem. Ja, natürlich. Das verstehe ich. Also manchmal ist sie natürlich auch, also das ist natürlich immer dieses vielleicht auch das Spätessen oder so. Zum Beispiel gestern hab ich den halt gestreamt, ne? Bis 18 Uhr habe ich hier wieder meine Besprechung, die ging dann bis halb 9. Und dann habe ich um 9 Uhr halt Bolognese gemacht, weil ich noch nichts gegessen hatte. Ja, aber das ist ja auch ein Mythos, ne? Und vor allen Dingen, du gehst dann ja auch nicht um halb 10, du isst ja nicht um 9 Uhr und gehst dann halb 10 schlafen. Nee, ich habe bis 2 Uhr habe ich The Rookie gesehen. Ja, eben. Das ist nämlich das Ding. Da geht's ja darum, dass man vorm Schlafen gehen nichts mehr essen soll. Sonst müssten ja alle Menschen, die in der Nachtschicht arbeiten, müssen ja die fettesten Menschen der Welt sein, weil die essen ja nachts. Das darf man ja nicht. Da nimmt man ja zu. Das ist ja, kompletter Blödsinn. Das liegt ja daran, ob du gleich schlafen gehst. Ja, ja. Ne? Ja. Jetzt werden natürlich auch wieder irgendwelche Hyperschlauen in den Kommentaren mir was anderes erzählen wollen, aber wisst ihr was, könnt ihr euch sparen, ist mir egal. Weil es ist nun mal so, ne? Ja, natürlich. Und bei Thais ist es halt jetzt mittlerweile so, der hat auch in der gleichen Klinik, wo ich war, wo ich angemeldet war, da macht er jetzt seine Operation. Und es ist halt diese Einschränkung, die du hast danach, ne? Das ist halt dieses, okay, du darfst jetzt 2 Jahre das und das nicht. Du musst denn erstmal vielleicht sogar das Leben lang Tabletten nehmen. Weißt du? Gott, das wäre ja fürchterlich, das würde ich niemals machen. Haha, witzig. Danke. Den ganzen Abend hier. Danke. Vielleicht, wenn die Leute zahlen. Kommt drauf an. Aber du verstehst, was ich meine, weißt du? Ja. Das ist für mich so the last resort. Weißt du, wie ich meine? Ja, das sag ich doch schon die ganze Zeit. Ich leiste doch schon die ganze Zeit gewissen Gegensprech. Dass ich das nicht so leichtfertig machen würde. Weil, ne, du kannst dann ewig lange, du kannst keine Kohlensäure mehr trinken. Du kannst... 2 Jahre darf man keinen Alkohol trinken, zum Beispiel. Du kannst ewig lange nicht mehr... Ja, also... Selbst wenn du mal was Leckeres essen willst, kannst du es im Grunde nicht, weil du nur 3 Bissen davon nehmen kannst und so. Das ist zwar auf der einen Seite irgendwo gut fürs Abnehmen, ne, verstehe ich, aber auf der anderen Seite ist es auch, weiß ich nicht, ist das nicht für die Psyche auch ein bisschen irgendwie scheiße am Ende des Tages? Also ab und zu braucht man das doch auch, man will das doch auch mal. Ja. Also Teil zum Beispiel ist sehr überzeugt, was ich verstehe, er hat ja auch, sein Arzt hat auch ganz klar zu ihm gesagt. Ja, soll er auch machen. Machen sie das mal lieber, weil wer weiß, ob sie mit 50 sonst noch hier sind. Ja, das verstehe ich komplett. Ja. Du weißt, ob du mit 50 noch hier bist. Bruder, ich bin ja auf dem Rückweg. Ja, ich hoffe. Ja, ich gehe ja
davon aus, wenn ich nicht noch 20 Kilo abnehme, werde ich nicht mal 40. Bis dahin. Das ist bald. Ja, das ist bald, deswegen. Ja, ich denke, dann kann ich zu meinem Geburtstag einladen vielleicht, das wird ganz geil. Nimm mal ab so sehr, dass du an meinem Geburtstag noch schlank bist schon. Da bin ich noch nicht schlank. Vielleicht wirst du sagen, boah, bist du schlank. Aber normale Menschen werden sagen, boah, was ist das für ein Fettsack? Aber okay, das ist in Ordnung. Leute, ja. Im nächsten Part geht die wilde Affenparty und die wilde Reise der Diäter weiter. Bis dann und ciao, tschüss. Ciao.